Was ist eigentlich Kurzarbeit? Kurzarbeit heißt, dass die Arbeitszeit vorübergehend heruntergesetzt wird. Es ist sogar möglich, eine Zeit lang gar nicht zu arbeiten. Trotzdem wird ein Großteil des Gehalts weiterbezahlt. Die Arbeiterkammer und ÖGB haben das ausverhandelt, um Jobs zu retten. Kurzarbeit ist jetzt für alle Betriebe möglich, unabhängig von der Größe und der Branche. Und wie funktioniert das? Ein Beispiel. Monika ist Angestellte in einem Reisebüro. Sie arbeitet 38,5 Stunden und bekommt dafür 1.700 Euro brutto. In der Kurzarbeit, die für 3 Monate vereinbart wird, kann sie die ersten Wochen komplett zu Hause bleiben. Das hilft dem Unternehmen, weil das Reisebüro sowieso geschlossen ist. In der Zeit wird ihr Lohn vom Arbeitsmarktservice bezahlt. Monikas Arbeitsverhältnis bleibt aber aufrecht. Sie kann dabei aufgefordert werden, Urlaub, der sich in den letzten Jahren angesammelt hat, und Zeitguthaben zu konsumieren. Wie sieht es dann mit der Bezahlung aus? Damit sich die Kurzarbeit nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rechnet, werden mindestens 80% des Geldes ausbezahlt, und zwar gestaffelt. Bis zu einem Bruttogehalt von 1.700 Euro bekommt man 90% des bisherigen Nettoeinkommens. Bis zu einem Bruttogehalt von 2.685 Euro bekommt man 85% des bisherigen Nettoeinkommens. Und ab einem Bruttogehalt von 2.686 Euro bekommt man 80% des bisherigen Nettoeinkommens. Monika bekommt also von ihren 1.700 Euro brutto 1.213,85 Euro netto ausbezahlt. Auch Sonderzahlungen wie zum Beispiel das Urlaubsgeld bleiben erhalten, und das sogar in voller Höhe. Kurzarbeit ist auch für Lehrlinge möglich. Sie bekommen die volle Lehrlingsentschädigung. Und auch für Teilzeitbeschäftigte oder Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter kann sie beantragt werden. Und haben wir schon erwähnt, dass während der Kurzarbeit ein Kündigungsschutz besteht? Wenn die 3 Monate Kurzarbeit nicht ausreichen, können nochmal weitere 3 Monate vereinbart werden. Also, niemand muss gekündigt werden. Hast du Fragen? Wir beraten dich. Telefonisch unter 0800 22 12 0080 oder online auf www.jobundcorona.at.